Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, das Thema Liegenschaftspolitik ist ein Thema, das uns in der Tat schon seit geraumer Zeit beschäftigt und wir natürlich auch schon in den letzten Monaten intensiv daran gearbeitet haben. Jetzt bekommen wir einen Antrag, der allgemein daherkommt, aber natürlich ganz spezifisch auf ein konkretes Vorhaben, auf ein konkretes Thema, in dem wir alle hier wahrscheinlich im Hause in den letzten Wochen intensiv im Dialog waren. Zunächst zum Standort. In der Tat, es ist ein Standort von wichtiger stadtentwicklungspolitischer Bedeutung. Und ich will vielleicht auch an dieser Stelle deutlich machen, dass ich persönlich Sympathie für einen Projektvorschlag habe, der sich durch Kreativität auszeichnet, die zu diesem Standort gehört, das Kreativitätspotenzial der Stadt stärkt und dort zeitgemäß weiterentwickelt. Dorfstruktur, Urbanität, Beteiligung, Offenheit, kurzum all das, was Berlin auszeichnet. Allerdings muss man natürlich auch sagen, dass wir auf Basis dieser Themen, die wir hier besprechen, einen Einzelfall besprechen. Wir als Regierungsfraktion haben schon vor Wochen die grundsätzliche Diskussion zu Rahmenbedingungen und anderen Themenstellungen in dem Bereich der Liegenschaftspolitik geführt und führen diese weiterhin. Außerdem hat der Senat auch nach intensiver Diskussion die Neuausrichtung der Liegenschaftspolitik besprochen und wir werden diese hier auch im Abgeordnetenhaus in den nächsten Tagen weiter diskutieren und wahrscheinlich auch verfeinern. Ich komme ja noch dazu, meine Herren und Damen. Bei der weiteren Frage nämlich, auch die haben wir schon grundsätzlich adressiert, ob Aufsichtsräte städtischer Unternehmen sich auch an den Grundstückskäufen dieser beteiligen können, sind wir auch tätig geworden. So haben wir im Hauptausschuss einen entsprechenden Berichtsauftrag beschlossen, mit der Frage an den Senat, wie diese Verfahren modifiziert werden können. Es ist in der Tat befremdlich, wie hier agiert wird. Auch wenn betreffende Personen vielleicht nicht an der Abstimmung teilnehmen, verfügen diese doch über relevante Informationen. Wir halten dies für problematisch, haben den Senat dies gebeten zu überprüfen und unsere Erwartungshaltung ist klar, dass das so in Zukunft nicht mehr möglich sein sollte. Dieser Einzelfall macht auch deutlich, dass es natürlich hier weiteren Bedarf gibt. Insofern ist es für uns auch sachlogisch, dass wir das Ganze im Ausschuss beraten müssen. Denn die Vergabeverfahren, über die wir hier diskutieren, ist eine Vergabe der Anstalt. Und das ist natürlich ein Thema, das bisher so nicht adressiert wurde. Wir müssen es also vernünftig im Ausschuss beraten und wir werden es auch an drei Ausschüsse beraten, um hier zu vernünftigen Lösungen zu kommen. Was den konkreten Einzelfall angeht, meine Damen und Herren, so hat es unseres Erachtens der Senat das Verfahren in der Hand. Zum einen ist rechtssicher und die Problematik Aufsichtsrat, Compliance, habe ich hier bereits deutlich gemacht, zu vergeben und zu steuern und gleichzeitig stadtentwicklungspolitisch sinnvoll, ganz im Sinne der Grundidee der soeben beschlossenen Liegenschaftspolitik. Das ist konkretes Handeln des Senats. Wir als Parlament haben, glaube ich, die wichtigen Punkte, die uns wichtig sind, hier schon deutlich gemacht. Und wir müssen uns darum kümmern, dass die Rahmenbedingungen richtig gesetzt sind. In diesem Fall sollten wir uns auf diese wichtige Aufgabe konzentrieren, das in den Fachausschüssen vernünftig beraten und dann auch die Rahmenbedingungen entsprechend definieren. Ich habe deutlich gemacht, der Senat wird dies entscheiden, auch die Punkte. Und wir sollten die Rahmenbedingungen vernünftig definieren. Und bei der Beratung wünsche ich uns viel Diskussionslust und Leidenschaft und in dem Falle auch gute Beratung. Vielen Dank.